Fünf Tipps, um reich zu werden. Wir zeigen euch heute die wichtigsten Basics. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back. Und heute zeigen wir euch fünf Basics für eure finanzielle Freiheit. Das solltet ihr unbedingt berücksichtigen, euch zu Herzen nehmen, wenn ihr reich werden wollt. Aber jetzt, bevor wir loslegen, zeigen wir euch erstmal kurz den Fahrplan für heute. Und zwar werden wir euch zeigen, warum ihr die Neinsager ignorieren sollt, warum ihr Strategen sein sollt, aber keine Propheten und warum ihr euch unbedingt einen Mentor suchen solltet. Für dieses Video haben wir uns übrigens von diesem wunderbaren Buch hier inspirieren lassen. Tony Robbins, Unangreifbar, deine Strategie für finanzielle Freiheit. Und wir geben euch noch ein paar Einblicke, welche Learnings wir bislang auf unserem Weg zur finanziellen Freiheit gemacht haben. Auf geht's! Wir träumen alle von Reichtum, von erfolgreicher Geldanlage, aber es wird immer diese Leute geben, die dir das ausreden wollen. Jeder kennt diese Neinsager, aber die sind, Leute, nur eines gefährlich, denn sie machen dir höchstens Angst. Liebe Leute, wir versprechen euch hier keinen schnellen Reichtum, denn Erfolg an der Börse hat viel mit Ausdauer zu tun und natürlich mit Wissensaufbau. Und deswegen sagen wir euch, ihr müsst halt den ersten Schritt irgendwann gehen, ihr müsst ihn machen. Denn wenn du nicht schießt auf ein Ziel, dann wirst du das Ziel hundertprozentig verfehlen. Du kennst wahrscheinlich diese Neinsager zum Beispiel aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie, da werden dir viele davon abraten, zum Beispiel Aktien zu kaufen. Aber du musst dir natürlich die Frage stellen, verstehen die Leute wirklich was davon oder ist das einfach nur eigentlich ein Vorurteil? Aber wie erkennst du das jetzt am besten, ob jemand etwas davon versteht? Frag die Neinsager doch einfach mal, welche Erfahrungen sie konkret schon an der Börse gemacht haben. Mein Tipp, wirklich nur auf diejenigen Leute hören, die eigene Erfahrungen gemacht haben, die eigenes Know-how aufgebaut haben und natürlich was von der Materie verstehen. Und auch bei der Bank solltest du unbedingt aufpassen. Es kann zum Beispiel sein, dass der Bankberater dir ein bestimmtes Produkt verkaufen muss, weil ihm das der Chef sozusagen als Auftrag vorgegeben hat. Also auch beim Bankberater, wenn du dorthin gehst, unbedingt kritische Fragen stellen. Noch besser, mach dir deine eigenen Gedanken, nimm dein Geld selber in die Hand und triff deine eigenen Entscheidungen. Und auch bei den Medien solltest du selektieren. Es gibt ja die Tendenz, dass die Medien sich gerne auf schlechte Nachrichten stürzen. Ich gebe mal ein Beispiel. Über einen Börsencrash wird ja viel intensiver berichtet als zum Beispiel über eine ganz normale Seitwärtsbewegung. Leider gibt es diese Tendenz in den Medien zum Negativismus. Die hilft dir im Zweifel aber einfach nicht weiter. Viele schimpfen auch immer auf die bösen Spekulanten, aber um Spekulieren geht es uns nicht. Uns geht es ums langfristige Investieren und da schneiden Aktien nun mal einfach richtig gut ab. Der Dow Jones zeigt das beständige Wachstum, obwohl es immer wieder mal Rückschläge gibt natürlich, aber unter dem Strich bleibt meistens ein Gewinn. In den letzten 36 Jahren schloss der US-Markt in 27 Jahren mit Gewinn. Das macht eine Trefferquote von 75%. Wir haben ja gerade schon über Vorurteile gesprochen und was die Neinsager immer wieder gerne betonen, sind ja die Risiken von Geldanlage an der Börse. Das aber ist nur eine Seite der Medaille, denn auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Chancen, nämlich die Chance, aus Geld mehr Geld zu machen an der Börse. Das nennen die Profis übrigens in der Fachsprache Risikoprämien abschöpfen, denn, machen wir uns nichts vor, du musst halt auch Gelder teilweise ins Risiko stellen, um diese Risikoprämien zu vereinnahmen. Dahinter verbirgt sich folgende Idee, ist nämlich die Chance auf Ertrag größer als das Risiko, einen Verlust zu machen, dann handelt es sich um eine potenziell lohnende Investition. Die Chance muss also größer sein als das Risiko. Ganz wichtig, stell dir das so vor, du bezahlst 50 Cent und kriegst 1 Euro dafür. Ist eigentlich ziemlich cool. Und wenn du dir jetzt überlegst, je höher die Chance, umso besser ist das natürlich für dich. Stell dir mal ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5 zu 1 vor, ja, dann kann auch mal eine Investition daneben gehen. Am Ende gewinnst du dann trotzdem. Übrigens verfolgt auch Investmentlegende Warren Buffett diesen Ansatz. Er sucht immer gezielt nach Unternehmen, die unterbewertet sind. Und unterbewertet heißt, dass er sie langfristig in der Zukunft für wertvoller hält, als sie momentan an der Börse wert sind. Und solche Chancen bieten sich natürlich immer dann an, wenn es den Märkten gerade schlecht geht, also wenn die Börsenkurse gerade unten sind, niedrig sind, dann hat man die Chance, wirklich sehr gute Unternehmen günstig einzusammeln. Das ist die ultimative Chance und genau dann schlagen Legenden wie Warren Buffett zu. Das Problem ist nur, wenn es an der Börse richtig kracht, dann trauen sich die wenigsten natürlich Aktien zu kaufen. Dann gilt das Motto,
Ja, also Aktien, ich glaube, dass die nie wieder steigen werden, aber genau dann musst du Cash haben und reingehen, denn das machen Superreiche, sind so reich geworden oder werden immer reicher, wie zum Beispiel Carl Icahn, Richard Branson oder Warren Buffett. Wer sich an die Börse traut, der sollte sich ganz genau überlegen, wie er investieren möchte. Du kannst zum Beispiel einzelne Aktien kaufen, dann hängt natürlich der Erfolg deiner Geldanlage auch vom Erfolg dieser Unternehmen ab. Wenn die Firmen aber schlecht wirtschaften, ja, dann wirst du möglicherweise auch Verluste erleiden. Deswegen raten Profis unbedingt zur sogenannten Diversifizierung. Das heißt auf gut Deutsch, du streust dein Vermögen. Stell dir das so vor, du hast jetzt 1000 Euro zur Verfügung und verteilst das auf mehrere Körbe. Sag mal, du hast dann 20 Körbe am Ende. Wenn dann einer runterfällt, ist das nicht so schlimm. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest die 1000 Euro in nur einen Korb legen, also eine Aktie kaufen und der fällt dann runter. Ja, dann gute Nacht. Absolut. Und deswegen solltest du halt immer auf mehrere Aktien, auf mehrere Unternehmen setzen. Am besten noch über verschiedene Branchen streuen, zum Beispiel Banken, den Automobilsektor, die Pharmaindustrie und so weiter. Und auch noch über mehrere Länder hinweg. Also zum Beispiel nicht nur auf Deutschland setzen, sondern auch auf die anderen Länder in Europa oder die USA, Emerging Markets. Was du übrigens auch noch machen kannst, das ist sehr, sehr sinnvoll, nicht nur auf die Asset-Klasse, also die Vermögensklasse Aktien alleine setzen, sondern auch andere Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien oder Gold mit dazu mischen. Und du solltest dein Vermögen auch zeitlich streuen. Das heißt, du steckst jetzt deine 1000 Euro, die du vorher auf mehrere Körbe verteilt hast, auch nicht auf einmal in den Markt, sondern kaufst zum Beispiel jeden Monat für, sagen wir mal, 25 oder 50 Euro Aktien. Das nennt sich dann Sparplan. Und damit streust du auch das Risiko und vermeidest, dass du die Aktien zum möglichst schlechtesten Zeitpunkt vielleicht kaufst, wenn sie nämlich sehr teuer sind. Du solltest also verschiedene Vermögensklassen in deinem Depot haben, die sich nicht unbedingt immer im Gleichklang entwickeln. Und da zitiert Tony Robbins übrigens den sehr, sehr erfolgreichen Hedgefondsmanager Ray Dalio. Ray betont, dass du mit 15% nicht korrelierenden Geldanlagen dein Gesamtrisiko um 80% senken kannst. Und durch die Senkung des Risikos steigt die Rendite um das Fünffache. Wer es sich bei Aktien beispielsweise einfach machen will, der kauft einfach einen ETF. Diese Produkte bilden nämlich in der Regel einen Index ab, beispielsweise den DAX. Das heißt, du kaufst dir ein Produkt, also einen ETF, und holst dir damit beim DAX zum Beispiel 30 Aktien oder auch bei anderen Indizes hunderte oder tausend Aktien mit einem Schlag ins Depot. Ein ETF ist also nichts anderes als ein Investmentfonds, aber mit viel, viel günstigeren Kosten. Und das macht gerade langfristig einen sehr, sehr großen Unterschied aus. Nehmen wir an, Joe und David sind beide 35 Jahre alt und haben 100.000 Dollar gespart. Beide investieren ihr Geld 30 Jahre lang und erzielen im Schnitt eine Rendite von 8%. Der ETF kostet 0,5% an Gebühren, der aktiv gemanagte Fonds aber 2% im Jahr. Im Alter von 65 hat Joe 865.000 Dollar gemacht. David dagegen nur 548.000 Dollar. Alleine durch die Einsparung der Kosten beim ETF besitzt Joe am Ende 58% mehr und er kommt damit auch viel besser durch die Rente. Strategen schauen also immer auf die Kosten. Ja, liebe Leute, es ist so, an der Börse weiß man nie, was morgen passiert. Und Börsenkurse kurzfristig zu prognostizieren, ist so gut wie unmöglich. Deswegen höre nicht auf irgendwelche selbsternannten Börsengurus oder irgendwelche Propheten. Deswegen kannst du an der Börse wirklich nur langfristig Erfolg haben. Alles andere ist sonst was für Zocker oder absolute Profis. Nun solltest du Aktien natürlich auch niemals zu teuer kaufen. Aber es gibt eine goldene Regel: Wer langfristig was verdienen will, der sollte zumindest immer mit einem gewissen Betrag investiert sein. Absolut, denn ansonsten droht dir folgendes Phänomen: Die Börsenkurse gehen nach oben und du stehst mit deinem Cash an der Seitenlinie und schaust zu. Und dann verpasst du natürlich auch schöne Gewinne. Und besonders Anfänger schmerzt das möglicherweise dann etwas mehr als schon den erfahrenen Börsenprofi. Und vielen Einsteigern ist es dann halt auch schon passiert, dass sie dann halt nachträglich noch mit größeren Beträgen in die Märkte reingehen, wenn die Kurse schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Und das kann natürlich auch ab und zu mal nach hinten losgehen. Also sei immer investiert, bereite deine Investments aber gut vor und sei besonders langfristig orientiert. Und die Statistik zeigt nochmal, wie wichtig das ist, investiert zu sein, denn das Timing ist besonders schwierig. Wer beim S&P 500 nur die besten 10 Tage im Börsenjahr verpasst, halbiert schon fast seine Rendite. Und wer die besten 30 Tage verpasst, ja, der verdient am Ende keinen Cent.
Wenn du reich werden willst an der Börse, dann such dir doch jemanden, der es tatsächlich schon geschafft hat, an der Börse sehr viel Geld zu verdienen. Oder such dir zumindest jemanden, den du für sehr kompetent in diesem Bereich hältst. Und diesen Ratschlag, liebe Leute, den können wir euch natürlich auch mitgeben für alle anderen Lebensbereiche. Es gibt auch ein sehr schönes Sprichwort aus dem Chinesischen, wie ich finde. Und zwar, wenn du jetzt eine ganz, ganz lange Straße vor dir hast und weißt wahrscheinlich nicht so genau, wo der Weg hinführt, ja, dann frag doch einfach diejenigen, die vom Ziel sozusagen wieder zurückkommen. Es bietet sich natürlich auch Fachliteratur an zu wälzen und da werden wir euch natürlich auch immer mal wieder gute Buchtipps geben. Abonniert bitte auch unseren Kanal, denn wir wollen mit euch gemeinsam das Ziel finanzielle Freiheit erreichen. Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte gebt doch Feedback in den Kommentaren. Drückt fleißig den Abo-Button, den Like-Button natürlich auch. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao.